Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast, im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und rund um den Spieletisch sitzen herum der Henry, der Christian, die Michaela und das Blümchen. Ach, das geht immer runter wie Öl. Ich höre das jedes Mal, jede Woche so gerne. Wir haben heute gespielt Ugo. Wir sehen das doch gar nicht jede Woche. Doch. Wir halten die Illusion aufrecht. Geister. Wir wohnen Geister. Alle zusammen. Ah. Und nur für diese Aufnahme werden wir aus dem Keller geholt. Genau. Ja, wir wollen alle König werden. Ugo. Ausrufezeichen. Richtig. Ist, glaube ich, auf der Empfehlungsliste des Spielsjahres gewesen. Ja. Oder, ja. Also auf jeden Fall schon ein Spiel, das einige Vorschusslorbeeren erhalten hat. Geworden ist ja nichts. Das war ja Code Express, ne? Dies Jahr und trotzdem können wir drüber reden. Ja, aber erstmal nehmen wir die Rahmendaten. Genau, wie sind sie denn? Ein Spiel. War sie sogar beim komplexen Spiel? Nee, war nicht. Nein. Des Jahres, also wirklich. Also wirklich. Hoffentlich nicht. So. Ja, Rahmendaten, ne? Der Rest ist ja rausgeschnitten. Genau. Kostet 11,95 €, ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahre und Spielzeit ca. 40 Minuten. Kommt in der Spiel-Vierer-Variante auch gut hin. Da haben wir so eine Dreiviertelstunde gespielt. Also zu zweit haben Christian und ich immer so knapp eine halbe Stunde gespielt. Das war sogar immer unter einer halben Stunde. Ja, und es ist mal wieder, wir haben irgendwie gerade die Kartenspielwoche. Ja, irgendwie ja. Ein Kartenspiel. Richtig. Überraschung. Es sind wirklich nur Karten dabei. Und Bauernplättchen. Ja, stimmt. So gesehen nicht nur Karten. Ich habe gelogen. Es sind noch Bauernplätze. Ja, geflunkert, gelogen. Ja, hart, ne? Die war halt ein wenig gedehnt. Ja. Ja. Genau, also wir haben Bauern und wir bauen uns sozusagen unser Spielfeld auf, indem wir einfach unser Königreich. Unsere 5 Karten auslegen. Igo, Ego, Ago, Ogo und Ugo. Genau. Die verschiedenen Vokale des Alphabets. Ja, plus nicht in der richtigen Reihenfolge. Ne? Ja, das ist mir auch aufgefallen. Egal. Auf jeden Fall, da hat sich jemand was bei gedacht. Macht nichts. Wir wollen versuchen, also jetzt zu erklären, worum geht's denn? Wie bringen wir denn jetzt verschiedenfarbige Karten mit den Zahlen 1 bis 0 bis 8 und auch noch solche Karten, wo irgendwie Bauern draufgelegt werden können und die auch noch so eine Aussparung haben, dass man dann eine Karte drauflegen kann, irgendwie mit Regeln zusammen? Eigentlich können wir erstmal sagen, eigentlich ist ein Spielbrett gibt es ja nicht. Wir haben aber jeder unser eigenes kleines Spielertableau, was sich aus 5 Karten zusammensetzt. So, und da werden wir unsere Landschaftskarten anlegen. Es gibt nämlich diese Landschaftskarten in, wie viele verschiedene Farben sind das? Oh, lass es 5 sein. Lass es 5, so viele Königreiche, wie wir haben. Ah, stimmt, 5 verschiedene. Da hat sich jemand bei was gedacht. Ja, das stimmt, da hast du recht. Dann gibt es Karten von 0 bis 8, die werden erstmal alle gemischt und jeder bekommt 10 Karten ausgeteilt. Das ist auch unabhängig von der Spieleranzahl. Also auch wenn man zu zweit spielt, ändert sich an den Grundregeln gar nichts. Man bekommt immer erstmal 10 Karten ausgeteilt. Und dann ist es ein Stichspiel. Das heißt, wir spielen Stiche. Einer fängt an, legt eine Karte aus und es gewinnt immer die höchste Karte. Es herrscht aber Bedienpflicht. Das heißt, wenn eine Farbe ausgespielt wird, muss diese, wenn sie bedient werden kann, auch bedient werden. Und dann gewinnt derjenige den Stich, der in der ganzen Reihe die höchste Karte liegen hat. Und dann muss er diese Karten, und da wird es jetzt spannend, nämlich verteilen auf seine Königreiche. Richtig. Das heißt, in jedem Königreich darf nur eine Farbenart liegen. Wenn also auf dem, sagen wir hier mal, Igo schon blau liegt, darf da auch nur blau rauf. Und es darf auch nur ein blaues Königreich geben. Das heißt, wenn er also da schon mal eine 8 liegen hatte von irgendeinem Spiel vorher und er kriegt jetzt in der nächsten Runde irgendwie eine 0, ist das doof. Weil die muss er jetzt oben drauf packen. Was vorher mal 8 Punkte waren, sind jetzt plötzlich 0 Punkte. Genau. Kann natürlich auch andersrum sein. Und wenn er mehrere von einer Sorte einsammelt, dann kann er natürlich die oberste davon als die höchste dann dahin legen. Das Blöde ist auch noch, und da kommen nämlich die Bauern dann ins Spiel, wenn ich nämlich die ersten beiden Königreiche belege, ist das noch egal. Da kriege ich einfach die Punkte, die auf den Karten draufstehen. Nachher zwar auch noch, nur ich kriege auch Abzüge. Wenn da nämlich was liegt, nämlich bei Ago, Ogo und Ugo, bekomme ich für jeden nicht belegten Bauern, und da sind bei Ago 2, bei Ugo 3 und bei Ugo 4, 5 Minuspunkte. Das heißt, wenn ich bei Ugo eine Karte hinlege und keinen Bauern liege habe, kriege ich auf jeden Fall minus 20 nochmal dazu. Mhm. Also abgezogen. Mhm. Wie man auch immer rechnen will. Mhm. Das ist blöd. Das kann einen richtig in die, also das reißt einen runter. Das konnte ich am eigenen Sprichst Leibe. Du da auf, ja, ich habe das mal ausprobiert. Ich habe da mal was ausprobiert. Ich glaube, wir haben das sogar auf Video, oder? Ja, war das die Runde? Ich hoffe. Die ist leider verschollen. Ich weiß nicht, da war das Band irgendwie, da war was defekt oder da so. Da war es wieder auf analog umgestellt. Ja, stimmt, genau. So, und jetzt gibt es noch auf diesen Karten so diese, wie kriegen wir die Bauern? Das ist ja so die Frage. Ne? Also auf den Karten sind ja noch Symbole. Was bedeuten die denn?
Ja, also wenn wir oben bei den hohen Karten, ist immer oben auf dem Balken Bauern drauf, kann ein oder zwei sein. Dann bekommt man, wenn man den Stich gewinnt, diesen Bauern. Es gibt aber auch niedrigen Karten, 0, 1, 2, 3. Auf der 1 und auf der 2 sind dann nochmal so andere Farbsymbole drauf, neben den Bauern. Da kann man nämlich einmal einen Bauern bekommen, wenn der Stich mit der gleichen Farbe von jemand anderem gewonnen wird. Oder man bekommt sogar zwei Bauern, wenn der Stich von jemand anders mit einer anderen Farbe gewonnen wird. Ja, also man kann, obwohl jemand anders den Stich kriegt, trotzdem noch profitieren, indem ich nämlich den richtigen Bauern zur rechten Zeit gelegt hat, also die erste richtige Karte und dann noch ein paar Bauern bekommen. Ja. Das Ärgerliche an diesem Spiel, finde ich, ist echt die Bedienpflicht. Ja. Ich kriege noch einen Punkt. Oh. Blümchen, ja. Du kriegst keine Punkte mehr. Ja, ja. Und das Ganze wird 4 Runden lang gespielt. Man addiert sozusagen 4 Runden lang, wie viele Punkte man hat. Mhm. Und wer am Ende die meisten hat, der gewinnt das Spiel. Richtig. So einfach ist Ugo. Genau, es sei denn, das Spiel mit Blümchen, dann... Ja. Dann gibt es noch für die Variante mit 2 Spielern so eine kleine Einschränkung. Wenn man will, kann man mit nur 12 Bauern spielen. Dann wird es ein bisschen größere Schlacht darum, diese Bauern einzusammeln. Ja. Ansonsten bleiben alle Regeln gleich. Ja, das ist aber schon nur eine Variante im Spiel, ne? Genau. Ansonsten 2 Spiels gleich, ne? Ja. Ja. Genau. Dann können wir schon zur Wertung kommen. Genau. Illustrator ist übrigens Franz Vorwinkel. Den haben wir ja schon oft hier gehabt. Mhm. Und Grafik von Franz und Imelda Vorwinkel. Wenn die mal was nicht miteinander haben. Ich weiß es nicht. Könnte aber auch die Tochter natürlich sein. Könnte auch, keine Ahnung, möglich Mutter sein. Ist das. Dann mach doch gleich mal deine Wertung anschließend. Ja, fange ich mal an. Ist auf jeden Fall ein witziger Mechanismus, der gerade mit diesem Auslegen und die Bauern noch sammeln, beim ersten Mal lesen, diese Anleitung, die ist eigentlich nicht sehr umfangreich, weil sie gespickt ist mit massenhaft an Beispielen, aber es erschließt sich nicht sofort. Also man muss erstmal so mal eine Runde spielen, was das denn mit dem Zusammenspiel alles so soll, obwohl die Regeln, wie gesagt, dann plötzlich man sich sagt, oh Gott, ist das einfach. Wir haben es ja schon zu zweit ausprobiert, da fand ich es, ja, war okay. Aber wir hatten beide nicht so, glaube ich, so ein Riesenspiel Lust danach sofort wieder. Beim Viererspiel, es hat was, aber ich fand, es gab so ein, zwei Runden, die erste zum Beispiel, ich glaube, ich habe nicht viele Fehler gemacht, ich habe trotzdem 0 Punkte, ich habe keinen Stich gemacht. Das kann ein bisschen frustrierend sein. Und bei der anderen, ja, dadurch, dass ja nicht alle Karten verteilt werden, ein paar übrig sind, kommt ja so ein kleiner Zufallsmechanismus rein. Das heißt, man weiß nicht, ob die grüne 8 zum Beispiel noch drin ist. Mhm. Außerdem hilft es natürlich enorm, mitzuzählen und zu gucken, na, welche Zahlen sind schon weg. Solche mit ein bisschen Memory-Spiele hasse ich. Man muss es ja nicht, man kann es ja trotzdem spielen, ist aber wahrscheinlich, glaube ich, doch schon ziemlich im Hintertreffen dann. Das werdet ihr gleich berichten, ob ihr das gemacht habt. Und so gesehen, gut, also beziehungsweise auf jeden Fall schon besser als der Durchschnitt das Spiel. Mein Wiederspielreiz hält sich aber auch nach den Partien, die wir jetzt gespielt haben, zu zweit oder auch zu viert, ein wenig in Grenzen. Das heißt, man kann wieder, aber auch nicht mehr. Also 6 Punkte von mir. Mhm. Also ich habe nicht mitgezählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ich beachtet habe, ist natürlich, was liegt schon aus. Also wenn ich sehe, in einer Farbe liegt die 8 bei irgendeinem von uns schon aus, dann sehe ich es, dann beachte ich es natürlich ja. Ansonsten mitgezählt habe ich jetzt persönlich nicht und ich habe immerhin den 2.5. Platz gemacht, in Anführungszeichen. Nah dran an der Spitze. Wie Blümchen festgestellt hat. Ja, das war ganz wenig Punkte. Ganz fast wenig Punkte. Ich muss sagen, es hat mir im 4-Personen-Spiel sehr viel Spaß gemacht. Allerdings fand ich, man war wirklich sehr. Ja, es war schon sehr glückslastig, was kriegt man für Karten auf die Spielhand, um überhaupt agieren zu können. Also das, was Henry gerade gesagt hat, nach dem Motto, in der ersten Runde nicht einen Stich gemacht, das kann eben passieren. Wenn man eben nur Karten aus dem Mittelbereich hat, da kann man A, selber wenig Stiche machen, B, man kann auch jemand anders nicht so richtig doll ärgern, das passiert. Durch die Vielzahl der Runden gleicht sich das wahrscheinlich über das gesamte Spiel aus, aber das war schon auffällig, dass das sehr, sehr glückslastig war in dem Moment. Ach, ja. Ich persönlich fand das Spiel im 2-Personen-Spiel ein bisschen strategischer, auch wenn es da natürlich genauso glücksabhängig ist, aber es gibt dann ja nur 20 Karten im Spiel als beim 4-Personen-Spiel, wo es 40 Karten sind, die im Spiel sind. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Farbe nicht mehr so häufig vorhanden ist, schon ein bisschen höher, was die Sache ein bisschen strategischer, ein bisschen taktischer macht, zumindest gefühlt jedenfalls. Aber auch das 2-Personen-Spiel hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Insgesamt ein schönes Spiel, mit schlussendlich einfachen Regeln, wenn man es einmal durchgespielt hat. Und deshalb kriegt das Spiel von mir ein gut 7 Punkte. Mhm.
Also mir hat das Spiel auch von weggenommen, das schon mal zu sagen, auch gut gefallen. Ich fand auch, was Henry sagte mit der Anleitung, bei uns war es auch, als wir jetzt gelesen hatten, so richtig den Einstieg gleich haben wir noch nicht gefunden. Und wir haben es auch das erste Mal bis zu zweit gespielt, haben hat es uns auch noch gar nicht so gut gefallen. Und dann haben wir dem Spiel aber zum Glück nochmal eine Chance gegeben und haben es auch nochmal wieder und wieder zu zweit gespielt. Und dann hat es auch, also mir persönlich jedenfalls, mehr Spaß gemacht. Und mir hat das Spiel auch so zu zweit mehr Spaß gemacht, weil, wie Christian schon sagte, man kann ein bisschen taktischer spielen, man hat auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Zu viert ist es wirklich so, es sind so viele Karten im Spiel. Und wenn jetzt einer wie Blümchen im ersten Spiel, ich glaube, du hattest 3 Achten oder sowas und du hast auch damit angefangen, im Zweierspiel war das gar nicht so gut, so viele hohe Zahlen zu haben, weil man durch die Achten zum Beispiel auch gar keine Bauern bekommt und dadurch auch schnell die Reihe dicht bekommt. Und wenn man keine Bauern hat, bekommt man nachher auch wieder Minuspunkte. Das ist halt auch nicht so gut. Von daher waren im Zweierspiel die hohen Zahlen eigentlich gar nicht so gut. Im Viererspiel jetzt war es gar nicht schlecht, die hohen Zahlen zu haben, um dann nochmal die Stiche zu bekommen. Also bei mir war es im ersten Spiel auch so, dass ich im ersten Spiel kaum Dinger erst bekam. Dann auf einmal bekam ich doch 3 durch den Stich, den ich hatte, wo 3 Farben mit einmal drin waren. Aber ich hatte nachher auch auf einmal meine ganze Reihe voll und nicht die ganzen Bauern. Also es ist hier wirklich wesentlich glückslastiger, weil es sind einfach mehr Karten im Spiel. Und wenn man nicht so richtig die Karten auf der Hand hat und erst einmal bedienen muss, man hat von einer Farbe vielleicht sehr viele Karten auf der Hand, aber vielleicht auch nicht gerade die hohen, und man muss immer bedienen, dann ist das schon manchmal nicht ganz so schön. Also mir hat das Spiel zu zweit ein bisschen besser gefallen, um nicht zu sagen, ein bisschen sehr viel besser. Zu viert muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich es gar nicht mehr unbedingt nochmal zu spielen. Zu zweit würde ich es sehr gerne wieder spielen. Und da bekommt das Spiel von mir ein Gut, ein Gerne wieder eine 7. Was ich bei mir jetzt erstaunlich fand, war, wir haben es schon mal zu zweit gespielt. Henry hat es ja schon festgenommen, das war kein großer Wiederspielreiz da. Dann haben wir es auch gleich verliehen. Und ich muss sagen, meine Erinnerung an dieses Spiel war fast null. Das fand ich jetzt wirklich verblüffend, dass ich selbst mache den ersten, manchmal hat man es ja so, dass man ein Spiel lange nicht gespielt hat, dann sagt der eine kurz, ja das und das war das, waren die Regeln in 2, 3 Worte zusammengefasst. Ich kam erst nicht rein und musste erstmal überlegen, wie war das jetzt hier nochmal. So richtig hat es mich nicht gepackt und jetzt bei diesem Spiel jetzt auch, muss ich sagen, ich mag eigentlich Stichspiele und ich fand auch diesen Mechanismus mit den Bauern eigentlich ganz nett, dass man sagt, okay, je mehr verschiedene Stiche man sammelt, man wird dafür bestraft, man muss dazu noch die Bauern sammeln, ist eigentlich eine tolle Idee. Trotzdem hat es mich nicht so gepackt. Ich muss sagen, es gibt für mich wesentlich bessere Stichspiele. Das ist für mich die Kritik an diesem Spiel, dass ich sage, es ist ein nettes Stichspiel, das kann man auch gerne wieder spielen, aber es ist für mich trotzdem nicht, dieser Funke ist bei mir halt einfach nicht übergesprungen. Das ist etwas, was kann ich nicht wirklich in Worte fassen, es ist einfach so, deswegen kriegt das von mir nur, obwohl das ist ja auch nicht ganz so schlimm, ein kann mal eine 6 Punkte, besser als der Durchschnitt. Ja. Ja, also haben wir dich heute mal nicht ganz tief in die Punktekiste gegriffen, aber ordentlich. Also muss ich keine für schämen. Autoren sind übrigens, da steht ja hier auch, stehen nochmal die vollen Namen, sonst haben wir hier immer nur, doch da. Thomas Jansen, der ist Jahrgang 77, Ronald Höxterer, der ist Jahrgang 65 und Patrick Zuidhoff aus dem Jahrgang 1969. Die spielen übrigens leidenschaftlich gern in ihrer Freizeit. Wer mehr über sie wissen will, lese einfach die Rückseite der Anleitung. Jo, das war's. Mehr haben wir nicht für heute. Richtig. Wir können uns wieder in den Keller zurückziehen. Jo, pipi. Das ist aber auch viel kühler. Und dunkler. Ne? Ja, und immer dunkler. Dieses Licht, das dunkler. Blendet ja nur. Ne? Und Wasser und Brot. Ich kann diese Alkoholiker und nee, kannst du nicht mehr ab. Das haben alle gemerkt. Einfach nicht ab, immer. Das war's für heute. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Der Christian. Die Michaela. Und das Blümchen. Jo. Und? Ich freue mich, dass Christian so nah rangekommen ist. Also einfach tschüss. Wir sind viel zu hoch. Ja, komm, man hier. Sieht das nee, nicht. Nee, da machen wir hier so runter. Ach, jetzt aber tschüss. Freundschaft. So, wir sind jetzt mittendrin in der Beispielrunde von Hugo. Hugo von ganz vielen Leuten. Böckstra, Jansen, Zuidhoff. Und 2 Runden haben wir schon gespielt. 2 stehen noch vor uns und wir sehen jetzt gerade die 3. Noch ist alles jungfräulich, niemand hat irgendwelche Karten. Und es kommt der raus, der, glaube ich, zuletzt gewonnen hat, die Runde. Nein, wer hier dran ist, das bist du. Ach, das bin ich. Ich habe ausgeteilt. Na tolle Wurst, dann muss ich ja anfangen. Dann fange ich doch mal, es ist ja Bedienpflicht. Bedienpflicht, wenn du rauskommst, ja. Wir müssen das bedienen, was du anspielst. Das ich bediene euch mal hier voll. Schenk uns mal einen, komm. Ja, hier komm, mit der 4. Ja. So, Rot 4, ich muss Rot bedienen, geh mit der 7 rüber.
Sprich, der Stich ist aktuell Moine. Das kann ja auch deiner vielleicht bleiben. Vielleicht, wenn alle einen roten haben und keiner mit einer roten 8 rübergeht. Dann oder eine andere Farbe, weil er keinen Rot mehr hat. Oder vielleicht, weil er sich die 8 lieber aufspart, weil man eine 8 am Anfang nicht spielt. Aber jemand hat gerade eben immer die 8 sofort gespielt und hat gerade 24 Punkte gemacht. Ja, ich glaube, das ja, ist weil ein bisschen anders Leute als nicht aufgepasst haben. Ich mache jetzt das auch mal so. Oh, oh, das heißt, alle bleiben unter meiner 7. Das heißt, ich kriege den Stich. Ich habe hier oben in der 7, das sieht man vielleicht, einen kleinen Bauern. Den zupfe ich mir. Den kann ich dann entsprechend auf einem von meinen Ländereien legen, um später weniger Minuspunkte zu haben. Richtig. Falls du die Farben alle sammeln willst. Falls ich meine Länderei auf diese Karte legen muss. Und die 7 nehme ich natürlich nach oben, lege sie in meiner ersten Landschaft aus und habe jetzt momentan 7 Punkte. Dann geht's weiter. Und weiter geht's. Immer wieder dabei sein, immer wieder Spaß haben. Es geht wieder rund. Ja. Die 3. Schwarze 3. Eine schwarze 1. Eine schwarze 8. Ja, schon mal ein Bauern. Was machen wir denn daraus jetzt? Ich weiß nicht. Ich weiß doch auch nicht. Was soll das bedeuten? Ich hole mir einen Bauern. Hast du keinen Schwarz? Bedienpflicht, alles ne? Schwarz hier, aber... aber du willst nicht bedienen, ne? Nö, man muss auch Spiele mal anders spielen. Du hast keinen Bock aber auch gut. Bedienen, ne? Ich verteile jetzt Blümchen, die Karten. 2 Punkte reingewirkt, das ist doch gut. Blümchen, möglichst viel Punkte, gell? Möglichst viel Karten schön geben. Versuchen, das Blümchen alle 5 Ländereien zu durch. Genau, möglichst keine Bauern. Das kriegen wir alles hin. That's the plan. Es zählt nachher eben nur das, was oben liegt. Und da kann noch böses Erwachen kommen. Ja, und dann noch abzüglich der Bauern, die unten nicht abgedeckt sind. Genau. Das kann das böse Erwachen sein. Ja. Ah, ich sehe viele Minuspunkte. Ich hole mir jetzt mal ein paar Bauern. Du meinst, mit dem bekommst du jetzt mit Bauern, weil du damit einen Stich machst. Auf jeden Fall, auf optimistisch, jeden. Du. Guck dir das an. Weißt du was, ich hole mir damit einen Bauern. Ja, ich hätte mir damit auch gern Bauern geholt, wenn ich so mit das ist mein Stich. Und da liegt jetzt mal die fette, fette, fette. Acht drauf. Ja. Da gibt es aber keinen Bauern für. Macht nichts. Ich habe schon mal 8 Punkte zwischenzeitlich mal. Toll. Das sieht doch gut aus, oder? Toll. Ein ganz großer. Und dann gehen wir gleich mal hoch ran wieder. Mhm. Das macht jetzt meine Taktik, ne? Mhm. Hast du kein Rot? Sieht so aus. Hm. Das ist mein Stich. Und aber die schwarze blöde 2 kriege ich jetzt leider auch. Oh. Aber fehlt mir ja nur. Blümchen, hast du nicht aufgepasst? Du hast eine rote 1 geschmissen. Du bist auch ein Bauern, ne? Das kann man hier sehen, nämlich an den Symbolen oben. Ich habe mich so geärgert, dass ich keine 2 kriege. Da sieht man, wenn Rot gewinnt, kriegt man Bauern. Keine 2 Bauern, meinst du? Ja, ja. Muss ich eigentlich die 8 nach oben legen? Oder könnte ich auch ja, du kannst auch was anderes machen. Das war ein Scherz. Warum? Warum? Kann doch mal witzig sein, oder nicht? Ja. Bist du doch immer. Mhm. Knickknack, sie wissen schon. Mhm. Na, das ist ja krasse eine Kiste. Farbe. Krasse Kiste, weißt du was? Hast du die Kiste, füllst du fein raus. Weißt du was? Bedienpflicht. Ja, ja, weißt du was? Na? Na, weißt du was? Pass mal Christian auf. Hat kein Gelb. Weißt du was? Der kann da was anderes legen, ne? Ja, kann ich auch. Oh, ja. Ha! Ich hab deinen Blick gesehen. Lohnt sich das, sich das Ding zu nehmen? Nein, lohnt sich nicht. Ich schon mal einen Bauern. Das heißt, ich bekomme den Scheiß? Mhm. Oh, das war nicht der Plan. Nee, das war nicht. Nee, ernsthaft nicht. Das war nicht oh, der Henry. Plan. Das war nicht Christian. Christian wollte einfach nee, ich nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass... Ich das Blümchen, was kassiert, damit ich die 8 bei ihr abdecken kann, aber es hat nicht funktioniert. Ja, dann wäre ich halt an der Stelle. Noch fehlt Christians 8. Da kann sich irgendwie viel ändern. Das war der Plan zu machen. Das sind momentan bei dir wie viele Minuspunkte? 30, ne? Ja. Nee, das sind 8 mal 45 Minuspunkte. Ui, da kommt doch noch mal die Frage auf, kann man Minuspunkte machen, aber wahrscheinlich ja, ne? Ich hab ja schon wir haben es bei Michaela gemacht und da never change your winning team. Wir nehmen gleich nochmal eine Beispielrunde auf, die hier kann nicht so stehen bleiben. Die lassen wir so wie sie ist. So wie sie ist, lassen wir das mal. Ach ja.
Blümchen hat irgendwas Dreckiges wieder vor. Eigentlich wollte ich das ja, aber Henry hat schon so viele Minuspunkte, ne? Na und? Das ist meiner. Also ich habe den gespielt und Michaela ist rüber. Also von daher... Das ist sie einfach mal rüber. Ja, momentan ist mein Stich. Ja, dann soll es auf deiner bleiben. Komm hier. Ui, fette 5 Punkte. Auch kein Grün. Kein Grün. Mann, das geht aber jetzt schnell weg so, mit den Farben hier. Das heißt, ich krieg auf jeden Fall schon mal einen Bauern. Das ist schon mal super gut. Super Gummigut. Na, guck mal. So, ja. Hier haben noch 3 Karten gespielt. Noch 3 Runden. 3 Rounds. Die 5. Die 5 liegt. Nee, 3. Drei. Also für ich stehe dann 3 drauf. Ich meine auch die 3. Meint ihr meine 5? Das ist eine blaue. Ja. Ach, das ist gemein. Das tut mir leid. Kriege ich jetzt wenigstens die 2 Bauern gleich? Wenn du den Stich bekommst, ja. Dann ja. Wenn Christian nicht dich kriegt, dann kriegst du die 2 Bauern nicht. Ja. Na ja. Okay. Ja. Er hat Mitleid mit dir gehabt. Das ist lieb von dir. Ich habe aber auch einen kleinen Vorteil. Ich bin ja auch du darfst nur noch einen Bauern nehmen. Ach, die ist ja schon raus. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja... Ui, Bedienpflicht. Mhm. Was, die 8 ist schon groß? Oder was hast du die 8 liegt doch bei Blümchen die ganze Zeit schon. Mist. Was wird sie liegen? Zurzeit führt noch die schwarze 7. Von Michaela. Jetzt wirkt mal was rein, Henry. Komm. Das ist mein Stich. Hast du nicht noch eine 0, Henry? Eine schwarze ist nicht mehr da. Hast du nicht noch eine blaue? Die blaue ist auch schon raus. Nee, das hätte ich nicht gemacht. Du wärst doch jetzt mit der gelben 7 an höchster Stelle. Ja, weil Hilke doch die 8 gespielt hat. Für die nächsten. Ich hab so gelegt. Du hast das Spiel echt noch nicht so ganz durchschaut. Du hättest deine 2 auf eine 7 ändern können. Deine. Ich wollte eigentlich gerne die 0 reindrücken, aber ich wusste nicht, dass man das nicht. Ja, deshalb sage ich ja, das macht eben wenig Sinn an der Stelle für dich. So, jetzt haben sie. Also, ich meine, das ist ein Beispiel, wie man es nicht Minuspunkte macht. Ich kriege auch Minuspunkte, hey, ist alles gut. So, jetzt nochmal zum Beispiel. Ich kriege hier schon mal 8 plus 8 sind 16, plus 0 plus 2 macht 20. Aber super. Abgezogen 20 macht 0, 15 abgezogen macht minus 15, minus 5, minus 20. Minus 20. Ich habe einen. Ein Punkt. Das ist super. Gerade so. Ich habe eigentlich 26 abzüglich 25 sind ein Punkt. Blümchen? 17. 17. Ich habe das Spiel auch nicht verstanden. Ich habe 16. Ja, das war jetzt also die Probebeispielrunde. Jetzt nehmen wir mal die richtige auf. Herzlich willkommen zur Proberunde. Und warum es uns nicht gefallen hat, das Spiel, das haben Sie ja schon gehört. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.